Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Wir stehen gerade ziemlich gut da eigentlich. Ich meine, wir haben Inimanis Aussage komplett in alle Einzelteile zerlegt. Die Kleine hat wohl auch einen Schuss weg, so wie jeder Charakter hier. Und wir wundern uns, dass ihre Mütze immer noch hält. Aber gut, die wichtige Frage ist, können wir beweisen, dass die Truhe, in der sie sich angeblich versteckt hat, zum Tatzeitpunkt auch am Tatort war? Und ja, beim letzten Mal habe ich festgestellt, ja, ich kann es beweisen. Hätte ich nicht gedacht, aber ich kann es beweisen. Und jetzt zeige ich Ihnen den Beweis, der zeigt, dass sich diese Truhe zum Tatzeitpunkt des Mordes am Tatort befand. Die Kiste selber. Sehen Sie diese Truhe an. Sie sind so dumm, als ob es irgendwelche Beweise für dieses, in diesem ollen Ding gäbe. Nicht darin, aber daran. Das was zum Teufel! Ich habe keine Zeit für überraschtes Herumsitzen, sag's schon. Da ist ein Loch, ungefähr 20 cm über dem Boden. Sieht man das auf dem Foto so gut? Oder haben wir die Kiste jetzt mit im Gerichtssaal? Manchmal frage ich mich ein bisschen, wie wir uns diese ganzen Beweise ansehen. Ich meine, demnächst kommen wir dann irgendwie, weiß nicht, gibt es irgendeinen Fall mit einem Mord auf dem Schiff oder sowas? Das wäre uns mal gar nicht so schlecht, ein neues Szenario. Dann bringen wir so ein Container, so ein ganzes Frachtschiff mit in den Gerichtssaal. Guck dir an, da ist ein Loch. Das wäre eine lustige Vorstellung. Und gleichzeitig schwierig umzusetzen. Ein Loch ungefähr 20 cm über dem Boden. Wo haben wir das schon mal gehört? Der Wandschirm. Er hat ein Loch in derselben Höhe. Stimmt. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, was passiert ist. Als die Schüsse fielen, befand sich die Truhe hinter dem Wandschirm. Deshalb traf die Pistolenkugel die Truhe und den Wandschirm. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, war etwas in der Truhe, was die Kugel aufgefangen hat? Oder, wenn nicht, wieso ist sie nicht durchgegangen? Weil theoretisch müsste ja, wenn wir davon ausgehen, dass die Kugel durch den Wandschirm und in die Truhe ging und halt durch die Wand der Truhe durchging, müsste die Kugel ja entweder im Boden der Truhe stecken oder sogar da auch noch durchgegangen sein. Oder auf der anderen Seite, je nachdem, wo da hätte man gerade über den Boden weggeschossen, ist auch wahrscheinlich eher von einem schrägen Schuss von oben aus. Naja, Logik. Frau Meini, Sie versteckten sich hinter dem Wandschirm und warteten auf Ihre Gelegenheit. Auf Ihre Gelegenheit, Dr. Gray zu töten. Bis hierhin gibt es noch einen kleinen Fehler in der Theorie, Phoenix, aber passt schon. Schnauze im Gerichtssaal zu sein! Aber Phoenix Wright, was ist mit diesem Foto? Behauptest du etwa, die Person auf diesem Foto sei Frau Inimani? Warum nicht? Genau das meine ich. Da habe ich bis gerade noch nicht dran gedacht, aber ja, warum nicht? Frau Inimani, Sie hatten sich die ganze Zeit über in der Truhe versteckt. Und sie trugen das Kostüm eines Mediums, um sich als Maya Fey auszugeben. Der Punkt, an dem das Ganze schief geht, ist, okay, sie würde sich dann quasi als ihre Schwester verkleiden, im Outfit eines Mediums. Da wird das doch nicht so groß auffallen, wenn man von der Beschwörung halt ausgeht. Klar, was daran ein Problem ist, ist, sie wird sich als ihre Schwester verkleiden. Gut, dass unter Geschwistern Gesichtszüge ähnlich sind, ist jetzt... Klar, passiert halt mal. Wenn ich mal gerade in die Gerichts... Genau. Mimi Meinis Haare hier sind braun. Inis sind knallrot. Und Mayas Haare, wenn wir immer noch davon ausgehen, dass es ja Mayas Körper ist, Mayas Haare sind schwarz. Und vor allen Dingen hatte sie auf dem Foto ja diese Arschlangenhaare. Ziemlich wörtlich, weil die gingen, glaube ich, fast bis zum Arsch. So sah es zumindest aus.
Ja, die gehen dir ungefähr bis zum Arsch. Hat die eine Perücke aufgehabt? Oder was? Sehr unauffällig. Na ja, gut. Um sich als Maya Fey auszugeben. Sie hat es von Anfang an geplant. Sie wollte Dr. Gray umbringen und den Mord meiner Mandantin in die Schuhe schieben. Warum suchen sich immer alle Maya aus, um sie in die Schuhe zu schieben? Nein, stopp! Ich kann kein weiteres Wort dieser Dummheit mehr hören. Bei Wahrheit ist nur seit neuestem dumm. Also Wahrheit und Dummheit setzen wir jetzt immer gleich. Wenn dies alles so sein soll, Felix Wright, dann hör mir mal gut zu. Diese ganze Idee von der Zeugin, die die Tour an den Tatort brachte, sich als die Angeklagte ausgab, das Opfer umbrachte und vom Tatort floh. Das kann doch eine Person unmöglich schaffen. Richtig. Vollkommen richtig. Es geht wirklich unmöglich. Eine Person kann die Vorbereitung nicht alleine getroffen haben. Muss ich dich daran erinnern? Die Dummen verdienen keine Gnade. Moment mal. Ja, pack erstmal die Peitsche weg. Und dann können wir drüber reden. Frau von Karma, du sagtest... Frau von Karma, du sagtest eine... Ernsthaft? Was ist das? Entweder nennst du sie Franziska und dann du sagtest, oder Frau von Karma, sie sagten. Bitte misch das nicht durcheinander, das klingt bescheuert. Du sagtest, eine Person konnte es nicht alleine schaffen, richtig? Du meinst doch nicht. Krummel, 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 krummel. Mit Sitz heiß. Frau Meini. Sie hatten einen Komplizen. Na gut, wer das ist, wurde uns bereits gesagt. Von mir sehr unauffällig. Diese Person. Wäre es niemand aus Kurain gewesen, hätten sie das Kostüm nicht bekommen. Es sei denn, sie hätten es geklaut. Und wäre es niemand aus dem Feyhaushalt gewesen, hätten sie die Truhe nicht bekommen. Es sei denn, sie hätten sie einfach darüber gestellt. Morgan Fey. Ist das nicht die nette Dame, die hier vorher ausgesagt hat? Was können Sie dazu sagen, Frau Meini? Sie haben Dr. Gray eigenhändig erschossen. Bestreiten Sie das? Jetzt kommt's einfach. Ja. Muss ich das vorlesen? Na gut. Ich denke, genau das ist wirklich passiert. Die Mörderin hatte sich lange vor dem Verbrechen am Tatort eingefunden. So etwa 4 Stunden vorher, weil man ist ja gut vorbereitet. Als Medium verkleidet und mit Perücke... Also mit Perücke, okay. gab sie sich als die Angeklagte aus. Und dann begann die Beschwörung. Die Mörderin schlich leise zu den beiden anderen, die die Augen geschlossen hielten. Zuerst betäubte sie Maya Fey mit einem starken Schlaf. Dann erstach sie Dr. Gray mit dem Messer. Der dann aber ja wohl noch lebte. Als nächstes versteckte sie meine Mandantin in der Truhe. Sie hat die Perücke nicht mehr auf. Fehler im Bild. Sie tat es, damit sie sich als Maya ausgeben und ihr das Verbrechen anhängen konnte. Aber dann passiert etwas Unerwartetes. Unerwartetes? Jep. Der verdammte alte Kauz war nicht tot. Mit letzter Kraft feuerte er einen Schuss auf seine Angreiferin und hat voll daneben geschossen. Ah, wobei, so ergibt es sogar wirklich Sinn, dass die Kugel quasi durch beide Truhenseiten durchging, wenn er halt auf dem Boden lag. Klar, habe ich gar nicht dran gedacht. Die Mörderin nahm dann Dr. Gray die Pistole aus der Hand. Einfach so. Und... ja, und boom. Dann haben sie und die andere Dame das Zimmer gestürmt. Hat Spaß gemacht. Ja, einen Schuss hatten wir einfach nicht erwartet. Deshalb brachen wir die Tür zum Beschwörungsraum auf, als wir die Schüsse hörten. Wir hatten einen Schuss nicht erwartet und es gab gleich zwei. Das ist ja wie Weihnachten.
Nein, bitte nicht. Frau Meini, Sie beschmierte Ihr eigenes Kostüm schnell mit Blut. Wäre es doch wahrscheinlich sowieso, wenn sie ihn ja vorher abgestochen hat. Oder? Oh, egal. Tat so, als wäre sie Maya Fey. Aber diese Täuschung wäre doch leicht zu durchschauen. Genau deshalb scheuchte uns Frau Morgan Fey hinaus. Überlassen Sie das besser mir. Beeilen Sie sich und rufen Sie die Polizei. Schnell, bevor es noch mehr Opfer gibt. Was soll man dazu sagen? Oh, das ist die Wahrheit hinter dem Mord. Irgendwas daran ist zu einfach. Wo bleibt die Peitsche? Oder zumindest ein Einspruch. Totenstille im Saal. Verdammt! Wer war das? Wer lacht da so hässlich? Oh, ihr armen Dummköpfe. Steckt ihr vielleicht gerade noch in der Entwicklung? Ja, ich entwickle mich gleich zu Smetpo. Warum gerade Smetpo? Oh, ich mag Smetpo. Was ist es diesmal? Frau von Karma, sicherlich. Natürlich war ich das. War sie was? Denkt ihr wirklich, eine von Karma würde wegen so etwas Kleinem verlieren? Dein Vater hat wegen etwas viel Kleinerem verloren, und zwar eine Kugel in seinem Oberarm. Hey, so eine Kugel ist nicht gerade. Was in aller Welt ist hier los? Komm, so eine Kugel ist echt nicht groß. Phoenix Wright. Ihre Beweisführung weist einen großen Fehler auf. Und der wäre? Wenn die Zeugin die wirkliche Mörderin ist, warum sollte sie dann das alles auf sich nehmen? Weil sie ihre Schwester rächen wollte, ohne dafür im Bau zu landen? Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Die Zusammenarbeit mit einem Medium, sich als eines ausgeben, der Anschlag. Welchen Grund könnte sie für solch dumme Dinge haben? Stellst du diese Frage gerade wirklich? Ja, das stimmt. Das wollte ich auch gerade sagen. Das. Oh, und da ist noch was. Warum sollte Frau Inimani Dr. Grey umbringen wollen? Sag mal, Karma, hast du gepennt? Aber weil vielleicht weiß ich es wirklich nicht. Es war ja in Deutschland. Ja. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, Ini, mindestens du müsstest es wissen. Ja, Motiv. Ich habe kein Motiv. Ein Motiv? Das ist... Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie kein Motiv hat. Sie hat eins, Phoenix. Da haben wir mit ihr selbst schon drüber gesprochen. Ich muss ein Motiv... Ich muss keins finden, ich muss es nur vorlegen. Der Grund, warum sie Dr. Grey umbringen wollten, ist folgender. Was der? Bla 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 bla. Das war der, ne? Genau. Ihre Schwester, die am Steuer saß, genau. Was war denn der andere Zeitungsausschnitt? Ach genau, das war der mit dem Kunstfehler. Ja, ist nur ganz einfach. Ha, wie ich es mir dachte, ja, tu mal an, von langweilig, Phoenix Wright. Irgendwie vermische ich gerade eine sehr komische Stimme mit der von Karma. Na großartig, jetzt nennen Sie mich auch noch meinen vollen Namen. Denken Sie, ich hätte es getan, um für den Tod meiner Schwester zu rächen? Ja. Ziemlich genau darauf wollte ich hinaus. Weil sie durch den Unfall selbst große Verletzungen und Schmerzen hatten. Wenn wir davon ausgehen, dass das hier Amerika ist, hätten sie zwar... Aber nee, hätte sie nicht. Ich wollte sagen, hätte sie zwar Dr. Grey auf einen Haufen Schmerzensgeld verklagen können, aber gut, wahrscheinlich hätte sie es da ja auch noch irgendwie versuchen müssen zu beweisen. Und das wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Obwohl, doch. Blutbild von ihrer Schwester. Hätte man Schlafmittel nachweisen können. Vielleicht, falls die wirklich so war. Seien Sie nicht albern. Niemand kann beweisen, dass Dr. Grey meine Schwester betäubt hatte, richtig?
Wie gesagt, man hätte einfach mal damals ein Blutbild nehmen müssen. Und Sie wollen behaupten, ich wiederhole mich ohne Grund zu rächen? Was wollen Sie damit sagen? Sie sind der Tatterkreis. Ich werde es erklären. Also hören Sie mir zu, ja? Hast du eine gespaltene Persönlichkeit oder drehst du einfach nur voll am Rad? Vor über einem halben Jahr, als ich bin ich aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wenn ich mich wirklich hätte rächen wollen, hätte ich nicht so lange gewartet. Außerdem der Kerl, der das mit den Geistern wollte, war Dr. Gray. Es war totaler Zufall, dass er mich deswegen fragte. Verstehen Sie? Verdammt. Aber, armselig, Phoenix Wright. Wow, armselig! Eine neue Beleidigung im Gegensatz zu Dumm und Dummkopf! Fortschritt! Du konntest deine eigene Theorie nicht untermauern. Ich hole nur kurz den Zement. Und das ist das Ende. Nein, das Ende des Parts ist noch nicht da. Hab ich noch. Ich denke, wir haben die Antwort, Phoenix Wright. Was Frau Meini sagt, ist sehr wahr. Der Racheplan ist sehr kompliziert und außerdem hat sie kein Motiv. Naja, wir haben zumindest... Also ich denke einfach, dass jetzt der Tag im Gericht enden wird und wir halt wie immer auf morgen vertagen, so ungefähr. Wenn der jetzt irgendwie noch vorhat, Maya schuldig zu sprechen, würde ich gerne sagen, ey, warte mal, wir haben gerade festgestellt, dass das alles hier keinen Sinn mehr gibt. Des Weiteren gibt es für morgen Fay keinen Grund, an diesem Plan mitzuwirken. Sie haben nicht einmal wirklich handfeste Beweise für ihre Behauptungen. So viele Fehler, Phoenix Wright. Du musst lernen, was sich gehört. Was ist passiert? Ich dachte, ich hätte sie gehabt. Sehen Sie, wie ich es Ihnen gesagt habe. Schnauze. Sie müssen wohl klein beigeben. Nun gut, hiermit ist das Kreuzfeuer von Frau Inimani beendet. Wir sind übrigens irgendwie, wenn es um Maya geht, nicht um einen Schritt weiter gekommen. Mia? Fragezeichen? Versenkt. Euer Ehren, bitte gewähren Sie der Verteidigung noch eine Minute. Na gut, einfach so. Darf sie nicht verlieren. Hab Vertrauen in dich selbst, Phoenix. Mia? Wenn du doch offensichtlich weißt, was zu tun ist, warum sagst du es mir nicht? Ja, es sieht nach einem lächerlichen Mordplan aus. Aber trotz allem hat das Mädchen für dieses Verbrechen geübt. Geübt? Was? Wie jetzt geübt? Aber ich habe vorher noch 10 Leute umgebracht. Nur so zum Üben. Hör zu, Phoenix. Es gibt für alles einen Grund. Es gibt einen Grund, warum sie Dr. Gray umbringen musste. Und aus dem gleichen Grund musste sie ihn auf diese Weise töten. Verstehe ich nicht. So denk. Nein, verstehe ich nicht. Die Zeit ist um, Herr Wright. Das war genau eine Minute. Stimmt. Ihre letzte Antwort, bitte. Wenn Sie sagen wollen, Sie haben einen Beweis für Frau Meinis Motiv, warum hat sie dann das Opfer auf diese Weise umgebracht? Können Sie das beweisen? Kann ich das? Kann ich das? Verdammt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, verdammt. So. Kein Schimmer, aber ich muss dranbleiben, egal wie. So ist richtig, Phoenix. Auch wenn du keine Ahnung hast, tu wenigstens so. Nur du kannst es jetzt tun. Was ist hier los? Wir zeigen und beweisen, dass Frau Meini ein Motiv hatte. Was?
Ja, zu schade, zu spät. Mein Kreuzfeuer ist endlich vorbei. Und Peitsche. Interessant. Ich gebe dir deine Chance, Phoenix Wright. Was? Sie sollten doch auf meiner Seite stehen. Schnauze, eine von Karma. Denk nur an den perfekten Sieg. Solange du Kampfgeist hast, werde ich dich besiegen, Phoenix Wright. Und es ist mir gleich, ob du meine Zeugin bist. Komm mir ja nicht in die Quere. Nun gut. Dass die sich hier gleich alle prügeln, ist mir doch egal. 5 Minuten Pause. Fahre nach der Pause mit dem Kreuzfeuer fort. Okay. Mit dem Kreuzfeuer. Mit welchem Kreuzverhör? Ja gut, offensichtlich mit einem weiteren Kreuzverhör von Ini. Ich kenne diesen Prozess, ja. Also diesen Fall hier kenne ich zwar, ja. Aber ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Super. Das Blind steht quasi zurecht im Titel. Ich erinnere mich vielleicht doch am Ende an die Lösung. Habe aber keine Ahnung mehr, wie man da hinkommt. Und auch an die Lösung glaube ich mittlerweile nicht mehr, dass ich mich richtig erinnere. Super. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ciao.